Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Gibaldo und herzlich willkommen zurück zu Lies of P. Nun zwar von Pinocchio. Wie es aussieht, haben wir ein schönes Outfit gefunden. Ich erinnere mich vage. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt tatsächlich. Um ein bisschen reinzukommen, habe ich ein paar einfachere Gegner erledigt. Am Anfang an der Zughaltstation. Und natürlich nicht weiter gespoilert. Ich habe hier nicht weitergemacht. Wir stehen hier bei dem guten Vinini. Und wir sind hier bei den Vinini-Werken. Glaube ich. Ich glaube, die heißen so. Ist unsere Lampe eigentlich an? Oh, die ist an. Okay. Sorry. So, wir machen wieder an. Ja, wie gesagt, wir sind hier bei den Vinini-Werken. Und ich rede nochmal mit ihm. Bevor all this. This chaos. Ja, das haben wir schon mal gehört. I'm told he's still building an Kathedrale. Ich werde ihn aufhalten. Genau das werden wir tun. Allerdings wollte ich zuerst zurück zum Hotel Krat. Jawohl, da möchte ich hin. Wir wollen uns ein bisschen aufleveln, ein bisschen verbessern. Dann schaue ich mir mal an, was wir für Waffen gefunden haben. Ich meine, wir haben da die ein oder andere Waffe gefunden, um uns ein bisschen zu verstärken. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Wir sind auf jeden Fall erst 27 Mal gestorben. Das ist okay. Das ist voll... Sag mal, warum steht denn die da? Und was ist das da hinten für ein Licht? Ist das normal? Ist das alles ganz normal hier? Ich weiß es nicht. Wir reden mal mit ihr. Hi. Now that we have a moment to talk, you must understand. The city is on its deathbed. Das habe ich gemerkt. The petrification disease spreads too fast, and the puppets rampage everywhere. Mhm. Nobody knows what caused the disaster. Everyone in Krat is just trying to survive. Wir auch. That's why I found you. Our only hope, Geppetto's puppet. Die Maus. We're both unique. I am able to wield the power of Ergo. Power I used to call on you. That's all I can say for now. Please, save Krat. Das werden wir machen, liebe Sophia. Das werden wir tun. Aber wenn die... Haben wir das schon mal gehört, diesen Dialog? Ich dachte, wir bekommen immer eine Info. Irgend so ein... Info-Button, dass wir mit jemandem reden können, dass es neue Dialogoptionen gibt. Oh, warte mal, hä? Das Klavierspiel beginnen? Was? Ist das neu? Was? Okay. Können wir Klavierspielen lernen? Jedes Mal, wenn wir das üben, bis wir irgendwann die neunte... Wie heißt es nochmal? Neunte Symphonie? Heißt es so? Von Beethoven? Ich bin mir gerade unsicher. Ich bin... In sowas bin ich nicht bewandert. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Wir werden jetzt erst einmal schauen, dass wir unsere... Moment mal, wo kann ich das nochmal? Bei ihr, ne? I'll use my power to ja, genau deswegen bin ich hier. Stufenaufstieg. Was möchte ich denn verbessern? Maximale Ladung, Legion Gewicht, boah. Physischer Angriff. Verteidigung, Schadensreduzierungsrate, können wir natürlich auch den Widerstand sozusagen auch verbessern, vergrößern. Das haben wir natürlich sehr gelevelt hier mit 19. Ich mache das mal auf 20. Wie viele können wir denn? Eins. Okay, eine Stufe können wir noch. Technik. Elektroblitzangriff wird damit erhöht. Wir haben ja momentan die Elektroblitzwaffe. Vielleicht bringt das ja was. Ich lasse es mal so. Ja, ist okay. So, vielen Dank. Dankeschön. Was ich noch gucken wollte, ist unsere Waffen. Wo sind denn unsere Waffen? Hier.
Wir haben ja eine Feueraxt gefunden. 111 plus 44. Was haben wir momentan? 67 plus 20? Ach so, und Elektroblitzangriff natürlich. Das fehlt hier. Diese Waffe hat keine Blitzschaden oder Feuerschaden oder sonst irgendwas. Also keinen Elementarschaden. Haben wir denn noch so eine Waffe? 130, 39? Ein Großschwert. Nett. Gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir noch einen Feuerangriff. 45 plus 4. Das reicht nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier momentan die beste Waffe haben, oder? Wobei, die sieht auch nicht so schlecht aus. 67 plus 20? Wie muss ich das rechnen? Was ist denn zum Ausrüstungs... Was ist denn das überhaupt? Oh, wow. Vielleicht sollten wir mal damit ein bisschen rumlaufen. Einfach nur mal testen. Vielleicht. Vielleicht bringt das ja was. Ich will es mal testen. So, wir haben uns verbessert. Wir gehen wieder zurück. Und zwar zu Veninis Werk. In den Kontrollraum. Von da machen wir weiter. Ich erinnere mich, wir haben irgendwo haben wir... In irgendeiner dieser Gänge haben wir irgendeine Puppe gesehen, die uns zerlegt hat. Wir sind nicht wieder zurückgegangen. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich weiß es nicht genau, aber da müssten wir eigentlich nochmal hin. Theoretisch. Ja, ich meine nicht diese Riesenpuppe. Wow, hey, die Waffe... Die sieht nach was aus. Aber ich glaube, die ist langsam, ne? Was ist das denn? Alter, wie geil ist denn die Waffe? Die sieht ja voll fulminant aus. Wir probieren die mal aus. Mal gucken. So, hier unten. Hier lief doch irgendeiner rum. Meine ich. Wie gesagt, es ist ein paar Tage her. Was ist denn mit der kleinen Puppe hier? Ist das wichtig? Nee, ne? So, Venini, wehe, du bewegst dich. Kann ich da hinten hinspringen? Oder hier runter? Wo muss ich... Will ich jetzt hier weiter... Okay. Will ich hier weiter? Will ich jetzt gegen diesen Kollegen da kämpfen? Vielleicht möchte ich das. Aber erst einmal möchte ich ihn hier erledigen. Okay, cool. Tschüss. Boah, beim letzten Mal. Dieses Outfit haben wir von dem... wie hieß der? Überlebender? Was für eine Nervensäge. Was für eine Ratte. Okay, es war eine Maus, aber... Was für eine Ratte. Schauen wir doch mal, was der Kollege hier kann. Ich traue mich nicht. Hat mich schon gesehen. Fuck my life. Überhitzung. Oh mein Gott. Okay. Das hat ein bisschen weh getan. Das auch. Und das auch. Und das tut richtig weh gerade. Junge, was zum Henker? Alter, der zieht uns permanent ab. Und ich habe ihn noch nicht mal zu einem Drittel. Und wir werden auch noch abgeworfen, sehe ich gerade. Okay, ich glaube, wir sollten abhauen. Junge, was haben wir denn mit dir? Find's wohl. Und da hinten auch. Aber ist das eine Feuerwaffe? Meine Feuerwaffe gegen ihn hier bringt natürlich wenig. Ich hau ab. Ich brauch, glaube ich, doch eine andere Waffe gegen ihn. Venini! Venini! Hilfe! Was? Was ist denn? Ich darf mich ja wohl verstecken?
Gut, die ganzen Gegner kommen jetzt wieder, aber... Holla die Kackfee! Was zum Henker war das? Okay, die Waffe ist ganz nett, aber ich glaube tatsächlich... Wir sollten doch die hier nutzen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gegen ihn kämpfen will. Ich würde gerne erstmal diesen anderen da finden. Bevor ich hier weiterziehe. Wir haben hier ein paar Abkürzungen freigeschaltet. Hier zum Beispiel. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Wir gucken uns nochmal ein bisschen um. Ich glaube nicht, dass ich hier alles gefunden habe. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass ich da drin war. Sehr sicher. Ja, die beiden Kollegen stehen da auch immer noch. Es muss hier einer dieser komischen Gänge gewesen sein. Ich glaube, die Waffe ist auch ein bisschen schneller. Kann das sein? Ich bilde mir das jetzt einfach ein. Ja, da hinten muss ich nicht hin. Wo war denn das nochmal? Der ist durch die Wand gebrochen. Ich kann mich noch erinnern. Einigermaßen. Der ist durch die Wand gebrochen und ich hatte kurz vorher gesagt, ich bin bestimmt gleich tot. Ne, gegen dich da unten will ich nicht kämpfen. Also schon, aber da wird mir auch die ganze Zeit was abgezogen. Das ist natürlich blöd. Junge. Ein versteckter Mondstein. War das hier? Das war nicht hier, oder? Es ist dahinter die Wand. Dahinter. Ich muss irgendwie dahinter kommen, ne? Ich glaube, das war richtig. Hier und dann irgendwie links. Hab ich da irgendwie hin? Ja, das sieht gut aus. Was soll man denn mit dir? Ich muss doch mal ein bisschen reinkommen, ne? Bevor ich mich hier gegen stärkere Gegner behaupte. Ne, 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 ne. So nicht. So nicht, mein Freund. Ich habe keine Map, ne? Ich musste gerade überlegen, aber ich habe keine Map. Oh. Oh, hallo. Tür öffnen? Ne, ne, Moment. Moment, was? Hier war ich noch gar nicht. Hier war ich noch gar nicht, oder? Oh doch, hier war dieser Bossfight gegen diesen Schildtypen. Diesen Schilddude. Wenn ich mich nicht irre. Ein Attribut Widerstandsampulle. Ja, klar. Nehme ich. Die Tür kann ich auch öffnen. Du hast Dreifaltigkeitenschlüssel benutzt. Was? Was? Was für ein Schlüssel? What the fuck? Der Raum gefällt mir. Ich habe irgendwas Gutes gefunden, oder? Ich habe irgendwas Gutes gefunden. Ein Safe da hinten, wenn das ein Safe ist, ich weiß es nicht. Was ist das hier? Untersuchen. Frage des Tages. Hat dieser Fabrikarbeiter jemals gedacht, dass er wie eine Puppe zerstört werden würde? Was? Okay. Untersuchen. Drei schaffen eins. Du, der die Tür geöffnet hat, sei eins mit den Großen. Ja, ja, ich will. Ach so, ich dachte den Stuhl. Hey, aber was ist das denn? Öffnen. Einfach so. Ach so, Entschuldigung. Ich habe gerade gedacht, haben wir die Kombination? Die Kombination ist unser Arm. Nehmen. Blaublutfrack und Quarz. Ein Blaublutfrack? Was? Quarz. P-Organ-Fähigkeit Aktivierungsteil. Ein buntes, winziges Ergo-Fragment. Es aktiviert eine besondere Fähigkeit, wenn es mit dem P-Organ ausgerüstet wird. Es gibt eine besondere Art von Ergo mit einer anderen Farbe und Vibration. Die Werkstatt verwendet dieses Prachtstück, um die verschiedenen Fähigkeiten der Puppen zu erzeugen. Okay, ich muss das zur Werkstatt bringen. Okay, verstehe. So, aber was ist das? Blaublutfrack.
Formelle Kleidung der Stalker-Organisation der Bastarde. Die blauen Fräcke sind der Stolz der Bastarde. Die Bastarde passten nicht zur herrschenden Klasse von Krat und träumten davon, die Welt zu verändern. Sie schlossen sich mit den ausländischen Alchemisten der Insel zusammen und ebneten damit den Weg für Krats goldene Ära. Ich habe doch gerade erst hier die Jagdbekleidung gefunden. Das schaue ich mir trotzdem mal an. Passt ganz gut, muss ich sagen. Passt sehr gut. Aber es ändert nichts, ne? Vielleicht gibt es ja auch Kleidung, die die Stats verändern. Das fände ich mal interessant. Ob es sowas gibt. Ich lasse es mal an, weil wir es gerade gefunden haben. Vielleicht kann ich jetzt irgendwas damit machen. Sei eins mit den Großen. Drei schaffen eins. Ist das ein Rätsel? Drei schaffen eins? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Muss ich hier gegenschlagen? Nein. Hat dieser Fabrikarbeiter jemals gedacht, dass er wie eine Puppe zerstört werden würde? Zerstört. Muss ich dich zerstören? Nein, muss ich nicht. Was muss ich tun? Helft mir! Wer weiß, was ich hier tun soll, kann, der soll es mir sagen. Ich wäre demjenigen sehr verbunden. Sehr. Und jetzt gehen wir durch dieses rote Rohr hier. Hallo? Was? Ich wollte gerade sagen, ey. Warum rennt denn der immer weiter? Aber ich habe doch... Wenn das mitten in einem Kampf passiert, dann flippe ich aber aus. Oh, bleib liegen. Also, du konntest eh nicht aufstehen, aber bleib liegen. So, hier sind wir richtig. Ja. Ich sehe dich da. Trotzdem trifft er mich. Ja, beruhig dich. Okay. Bei dem habe ich beim letzten Mal schon nichts gefunden. Wir gehen weiter. Ich sollte vielleicht so ein Ding nutzen. Der kam durch diese Tür hier, ne? Ja, das wird er sein. Ja. Ach, das ist so einer wieder. Fuck my life, ey. Nein. Weg von mir. Ist hier eine Sackgasse? Nein. Darf ich erstmal das hier öffnen? Weil falls wir sterben, was wahrscheinlich passieren wird... Ich sehe nichts in diesem fucking Gang. Ich komme nicht weg. Ich komme überhaupt nicht weg. Scheiße, Mann. Lie or die. Das war echt dumm. Ja, aber in diesem kack engen Gang, weißt du, da... Mann, Venini, was hast du hier gebaut? Was für eine Scheiße. Okay, wir gehen nochmal zurück. Den Weg. Wir gehen nochmal zurück und holen uns, was uns zusteht. Ich muss ihn besiegen. Ich muss lernen, wie ich ihn besiegen kann. Vielleicht ist es auch die falsche Waffe. Es ist wahrscheinlich die falsche Waffe. Die Kleidung kann es nicht sein. Die Kleidung ist perfekt. So, Moment. Lag da irgendwas? Liegt hier irgendwas? Nee. Ich dachte, es hätte gerade geleuchtet, aber hat es nicht. Oh. Bleib liegen, bitte. Thank you. Gegen dich habe ich überhaupt keinen Bock, Leben zu verlieren. Deswegen... Okay. Das ist die Abkürzung. Genau deswegen habe ich das hier gemacht.
Vielleicht gehe ich einfach mal zurück. Helft ihr mir, Freunde? Helfen die mir? Oder gucken die einfach zu, wie ich verrecke? Gucken einfach zu. Fuck. Nein, 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 ich hasse alles. Na geht doch, endlich. Das war der falsche Zeitpunkt. Habe ich meinen Zaubertrank genommen? Habe ich. Mist. Schwertmeister-Amulett. Was? Okay, die Typen sind zu schlagen. Man muss halt den richtigen Zeitpunkt einfach aus... Ich habe auch diese Fulminis mit L2, meine hier, Legionswaffen. Warum nutze ich die nicht? Verdammt. Was sagt ihr dazu? Danke, danke. Habt ihr das nicht gesehen gerade, Mann? So, ich habe irgendwas bekommen. Moment, ich guck mir erstmal an, was ich bekommen habe. Nein. Was ist denn das hier? Das ist hier, Lebensamulett. Ne, Quatsch, Schwertmeister-Amulett. Reduziert Waffenhaltbarkeitsverlust. Kann ich das auch aus... Ne, ich kann nur zwei, ne? Mist. Was habe ich denn hier? Den Schaden, der Puppen zugefügt wird, das kann ich nicht weglegen. Und erhöht Max LP auch nicht. Schade. Aber netter Versuch. Sehr netter Versuch, schade. Aber ich habe da noch irgendwas bekommen. Dachte ich. Oh, ich habe ein paar von den Dingern hier vergessen vorhin zu verbraten. Ich Idiot. Okay. ich hole erstmal mein Stuff wieder, ne? Liegt doch hier irgendwo. Danke. Tschüss. Lost Ergo Recover. Und hier liegt ja auch noch was. Ja, natürlich. Alter, wie schnell bist du denn? Machst du mir Angst? Okay, gleich Termit. Den Hebel ziehen. Moment mal, was? Okay. Was passiert da? Was hat das jetzt gemacht? Soll ich diesen Rohren hier folgen? Muss ich den Rohren folgen oder was? Nö. Hat hier irgendwas geändert? Nö. Nein. Das sieht nicht danach aus. Hä, was hat hier jetzt getan? Ich gehe mal in diesen Raum mit den zwei Langweilern, die mir nie helfen wollen. Vielleicht ist ja da irgendwas anders jetzt? Nö. Moment mal, ist dieses Zeug da unten weg? Ach du Scheiße. Komme ich eigentlich hier durch? Nee. Kann ich jetzt gegen den Riesen kämpfen? Das war bisher immer meine Ausrede, dass ich nicht gegen ihn kämpfe, weil da ist dieses Zeug, das uns Leben abzieht. Aber diese Ausrede, die zieht wohl nicht mehr. Fuck. Ja, da muss ich wohl gegen den kämpfen. Aber ich muss erstmal zu einem der Dinger, dieser Star-Dinger. Hier, das habe ich auch betätigt. Wo ist denn das nächste? Oh. Ja, ja, okay, tschüss. Nee, 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 nee. Nö, 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 nö. Hier ist auch irgendwo so ein Ding. Wenn ich mich nicht täusche. Okay, ganz kurz. Erst einmal. Wir verbessern uns.
Ich gehe ganz schnell zurück. Nehme die ganzen Ergos, die ich habe, verbessere mich. Und dann geht's zurück. Und dann versuchen wir uns an dem Riesen. Mal gucken, was er drauf hat. Ich werde es sehr bereuen wahrscheinlich. Und die Zahl hier, die wird wahrscheinlich auf 128 hochspringen. Ist nur so ein Verdacht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Achso, Moment. Nee, nee. Ja, Moment, Moment. Ich habe ja erstmal hier... Ich vergesse das immer. Die Dinger will ich benutzen. Zwei Stück. Ja klar, warum? Alle. Benutzen alle. Benutzen alle. Ich benutze einfach alle. So, wie viel habe ich jetzt? 9000. Das ist nicht wenig. Ich weiß, Sophia. Ich weiß. Vitalität. Erhöht natürlich meine LP. Ich habe 3 Stufen. Einmal Vitalität auf jeden Fall. Ausdauer. Boah, Gewicht könnte ich erhöhen, ne? Gar nicht so schlecht eigentlich. Aber ich will doch meinen physischen Angriff ein bisschen erhöhen. Mit Entschlossenheit. Will ich Entschlossenheit erhöhen oder Technik? Was ist der Unterschied? Entschlossenheit. Moment, abbrechen. Ja, alles. Okay, 3 Stufen erhöht. Was will ich mehr? Und ich habe noch 700 von diesen Dingern. Die brauche ich nicht. Teleportieren möchte ich. Und zwar zum Eingang, ja. Von da kommen wir ja zu diesem Riesen, ne? Wir probieren es mal. Ich meine, was haben wir zu verlieren? Außer unsere Würde. Rüste brauchbare Gegenstände und Gesten an deinem Gürtel oder deiner Zusatztasche aus, um sie zu benutzen. Das mit den Gesten verstehe ich noch nicht so ganz. Also bei Elden Ring war das so, manche Gesten haben irgendwas ausgelöst in der Welt. Aber was? Das wird ja hier nicht wirklich beschrieben, ne? Eigentlich will ich gar nicht gegen euch kämpfen. Wo ist die Leiter? Oh mein Gott! Nein. Okay. Das war jetzt so unnötig. Sternfragment. Wobei, das hat doch was gebracht. Ich gehe nochmal ganz kurz. Ich will ja gegen den Riesen. Oh, das geht auch während des Gehens, aber nicht während des Laufens. Okay, gut zu wissen. Man muss ja hier ein bisschen lernen, ne? So, ich mach den hier nochmal. Sorry, das war nicht mein Verlangen, was ich da gerade getan habe. Ich will gar nicht gegen die kämpfen. Ich will nur dran vorbei, die Leiter nutzen und dann tschüss. Und dann versuchen wir es mal gegen den Riesen. Tatsächlich, das Zeug ist weg. Ich werde sowas von ablosen gegen den. Puppe der Zukunft. Wieso tue ich das? Warum? Was ist mit mir? Das sieht doch ein Blinder, dass das nichts wird. Okay. Vorsichtig. First try. Das wird ein First try. Ich meine, er ist langsam. Okay, ein bisschen habe ich ihm abgezogen. Gar nicht so schlecht.
Alter, wo zielt der hin? Okay, der schockt mich. Mit seinen Tritten. Da muss ich mich halt auch erstmal treffen. Moment mal, der schockt mich? Ist er dann Resistenz gegen Schock? Das war nicht so gut. Komm schon. Yes! Wo muss ich hin? Hier. Okay, komm her. Leute, zur Hälfte habe ich ihn. Nicht übermütig werden. Jetzt ab der Hälfte kommen seine Supertricks, oder? Kommen die Supertricks? Oder nicht so? Schon! Komm, Pinocchio! Was macht er jetzt? Jetzt kommt sein Supertrick, ne? Jetzt kommt's. Ja, klar. Der Supertrick. Ladies and Gentlemen. Ich vertraue dem Ganzen noch nicht. Das ist mir noch ein bisschen zu einfach hier. Mist. Bitte. Das ist ja ein Witz. Warum war das so einfach? Oder ich hatte eine gute Taktik. Das ist natürlich auch möglich. Wir haben noch so ein Quarz-Ding bekommen. Das ist ja absoluter Quarz. So, was haben wir noch? Wir haben noch irgendwas bekommen. Leuchtender Ergo-Brocken. Für 2000 Ergo. Und wir haben von ihm auch über 4000 bekommen, ne? Nur mal so am Rande. 4000! Ich glaube, das Allerschwierigste war, diesen Sumpf hier wegzubekommen, oder? Warum ist denn hier die Kiste geöffnet? Habe ich die schon geöffnet? War ich so feige? War ich so ein Feigling? Ich brauche die Kiste, aber ich will nicht kämpfen. Ja, das sieht mir sehr ähnlich. Okay, ja, wir haben ihn besiegt. Die Puppe aus der Zukunft, Ladies and Gentlemen. Das war ein super Tutorial, wie man ihn besiegt. Ich glaube, wir können zu Vinini und gegen diesen Feuer-Dämon kämpfen. Also ich versuch's mal. Keine Ahnung, ob das was wird, aber... Ist das dieser... Was ist das für ein Raum hier nochmal? Och, nee, das ist dieser Kackraum hier mit dem... Mit dem Überlebenden. Oder wie der hieß. Ciao. Stirb! Hä? Was war das denn? Den Überblick verloren. Na, komm mal her. Ja, das war schlau. Schaffe ich das? Nein, das schaffe ich nicht. Ich nehme mal die Abkürzung. Ich hoffe, das ist richtig hier. Willst du mich eigentlich verarschen? Wo kam der denn plötzlich her? Aus dem letzten Loch kam der gekrochen. So, ich meine, hier geht's zu den Werken. Ja, hier müssen wir hoch. Quatsch, wir sind ja in den Werken, aber ich will zu Vinini. Hier. Hier ist richtig. Hier sind wir richtig. Ja, auf dem richtigen Dämpfer. Ja, genau hier. Mhm. Dann gehe ich nochmal ganz kurz hoch zu ihm. Bevor. So einen habe ich ja schon besiegt, ne? Also unmöglich ist das ja nicht. Wir haben 6000 wieder. Wir könnten uns eigentlich wieder leveln gehen. Aber will ich das? Komme ich hier eigentlich... Oh, Moment mal. Oh, hallo. Ja, hallo. Moment, ich gehe erstmal hier zu Vinigni.
um zu saven. Und die Zeit muss sein. Okay. Okay, okay. Hui, das wird spannend jetzt. Wir können also hier über diese Dinger laufen. Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Ich darf jetzt natürlich hier nicht runterfallen, ne? Das ist, glaube ich, nicht ganz so gesund. Aber das sollte kein Problem sein. Sage ich jetzt. Gibt es hier einen Hebel, den ich drücken könnte? Oh mein Gott. Nee, gibt es nicht. Jiminis eiserner... Junge, ich werde dich so auseinanderboxen, Mann. Das ist doch nicht dein Ernst. An die habe ich überhaupt nicht gedacht. Überhaupt nicht. Du ekelhaftes Kackvieh. Ja, werf, komm. Okay, weißt du was? Du willst kämpfen? Oh oh. Das war knapp. Die Puppe aus der Zukunft, kein Problem. Aber der, großes Problem. Der hat ganz komische Angriffe. Ganz komische. Ich frage mich, ob ich den irgendwie von hinten auch angreifen kann. Ich hab voll vergessen, dass die natürlich auch diese Scheiße werfen und mich sehen. Schade, dass sie sich selber nicht umbringen können. Also nicht gegenseitig. War nicht noch einer von denen? Hier glaube ich, ne? War hier nicht noch einer? Keine Ahnung, ich will ihn erstmal weghauen. Er muss weg. Er muss. Ah, da hinten. Ey, was macht denn der da in der Ecke? So wahnsinnig, Mann. Stirb! Okay, der kommt mir nicht hier über diese komischen Geländerdinger drüber, ne? Oder kommt der? Kommt der da lang? Wir versuchen es. Du kommst hier nicht rüber, oder? Oder du kannst keinen Fernangriff, oder? Ich weiß es gerade. Oh, da hinten lauert schon einer. Scheiße, Mann. Ja, da darf ich noch nicht hin. Bleib liegen, Mann. Ja. Eine Technikkurbel. Ist das eine Kurbel, die ich hier irgendwo benutzen kann? Oder ist das... Warum guckst du mir nicht an? Eine Technikkurbel. Aha, er erhöht Entschlossenheit des Griffs, erhöht Technik des Griffs. Eine Kurbel, die die Eigenschaften einer Waffe verändern. Ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwie, um eine Tür öffnen zu können oder so, aber... Nein. Das ist dafür nicht gedacht. Descartes Notiz? Was? Descartes Notiz. 189 XXXXX. Die Puppe kann sich dem großen Bund, der bei der Herstellung eingeprägt wurde, nicht widersetzen. Sie muss den Befehlen ihres Schöpfers gehorchen und darf Menschen nicht schaden. Aber schau sich einer die Puppe an, die einmal Fuoco hieß. Ist der große Bund fehlerhaft? Was? Die einst treue Puppe tötet jetzt Menschen. Sie erschafft Puppen anstelle von Feuer.
Sie gehorcht etwas anderem als den Menschen. Es ist, als kontrolliere sie jemanden oder als hätte sie einen eigenen Willen. Also gäbe es irgendwo einen Puppenkönig. Tut sie nur so, als wäre sie ein Mensch? Handelt es sich dabei um einen einfachen Fehler? Das erfordert weitere Nachforschungen. Während ich so fröhlich vor mich hinlese, habe ich natürlich die ganze Zeit Angst, dass mich hier irgendjemand angreift, weil pausieren tut das Spiel natürlich nicht. Ja, das darf man nicht vergessen. Was? Achso, 18xxxxxx. Erstaunlich. Fuwokos Handeln beruhte nicht auf einfachem Gehorsam, sondern auf Glauben. Fuwoko betet etwas als Gott an. Ich habe gehört, dass der Puppenkönig in der Rosa-Isabelle-Straße ist. Das muss der sein, der die Puppen von Krat kontrolliert. Aber eine Puppe mit dem Ego eines Menschen, das ist ein völlig anderes, dimensioniertes Problem. Fuwoko. Ich dachte, bisher meint uns, aber Fuwoko sind natürlich nicht wir, ne? Es gibt immer noch ein Puppengeheimnis, das ich nicht kenne. Der Schlüssel ist wahrscheinlich Ergo. Aber diese Typen erwachen von Tag zu Tag schneller als Menschen. Jemand muss sie zum Wohle der Menschheit aufhalten, bevor es zu spät ist. Und genau deswegen sind wir ja hier. So, wir wurden nicht angegriffen, zum Glück. Da bin ich sehr froh drüber. Wir machen uns mal hier auf den Weg, aber... wie kann ich nochmal springen? Wie kann ich nochmal springen? So nicht. Ganz komisch. Okay, so. Zum Glück ist es keiner von der Sorte, die Bomben wirft. Sondern eher so hier mit den komischen Dingern hier rum hantiert, mit den Zahnrädern so rum. Attribut Reinigungsampulle. Okay, schon wieder. Davon haben wir jetzt schon ein paar gefunden. Es scheint was Gutes zu sein, glaube ich. Was ist es? Eine spezielle Ampulle, die die Attributstatusleiden einer Puppe läutert. Wenn sie benutzt wird, entfernen sie Überhitzung, Elektroschock, Verfall und Verderbnis. Verstanden. Absolut verstanden. Das heißt, Überhitzung, das ist natürlich gegen ihn hier unten gar nicht mal so schlecht. Kann ich eigentlich... Was soll ich denn hier nehmen? Ach, da liegt was! Das sehe ich jetzt erst. Ich kann hier nirgendwo mehr hin, ne? Kann ich aber ein... Überkopfangriff auf ihn starten. Geht das? Das hat sehr gut geklappt. Alter, der furzt einfach. Kann das sein? Okay, bevor der uns hier noch Probleme macht. Shit. Nein. Nein, nein, nein. Fuck. Fuck. Full Minis. Hat nichts gebracht. Stirb, stirb, stirb! Yes! Versteckter Mondstein und ein irgendwas für die Werkstatt. Okay, cool. Nein! Verdammt! Was konnte ich da untersuchen? Weg mit dir, Feuer! Das war jetzt aber kein Boss, das war ein normaler Gegner. Was kann ich hier untersuchen? Achtung, Vorsicht beim Umgang mit ätzenden Chemikalien. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht... schmelzen. Ach, das ist das Schild hier.
Oh, das ist aber auch kaum zu sehen. Das hätte ich dick übersehen. Verdammt. Okay. Okay, die Schaufel kann ich nicht nehmen und ich verbrenne auch nicht. Gut, das hätten wir. Das war natürlich sehr schwer. Aber ich würde schon, bevor ich wieder zu Venigni gehe, mich hier so ein bisschen umsehen.